Ich bin hier Tierheimleiterin im Tierheim Karlsruhe und wir wollen heute uns zusammen mit Marco einfach über ein paar Hunde hier im Tierheim unterhalten und ihm einfach ein bisschen erzählen, wie die Hunde so sind und dass wir ein schönes Zuhause für die Hunde finden. Das ist der Rico. Ich habe schon gemerkt, Rico ist ein kleiner Quatschkopf. Ne? Ja, genau. Rico, ne? Rico kommt aus Spanien. Okay. Es ist ein kleiner Ratanero. Und der kam nach Deutschland und hat leider in der Familie, wo er hinvermittelt wurde, gebissen und kam dann zu uns. Er hat aber hier im Tierheim mega Fortschritte gemacht. Okay. Also für ihn war es am Anfang, seine Lösung war, nach vorne zu gehen. Mittlerweile hat man ja heute gesehen, gar kein Thema, total auf Schmusen aus. Natürlich, klar, immer noch mit dem Hintergrund in meinem Kopf haben, aber er macht es einfach schon super. Also auch wenn ihm Leute dann doch gruselig sind, geht er eher nach hinten und sucht sich die andere Lösung und halt nicht nach vorne zu gehen. Okay. Was müsste jetzt jemand, der sich hier für den kleinen Mann interessiert, so für Voraussetzungen haben? Oder was wäre, klar, so eine Ideallösung vielleicht für ihn? Also für ihn wäre auf jeden Fall, da er sehr schnell überfordert ist, auch mit Außenreizen, wäre auf jeden Fall eine ruhige Wohngegend. Keine Kinder, am besten ein Pärchen, was auf jeden Fall eine ganz klare Erziehung auch hat. Okay. Ganz klare Ansagen. Und auch einen geregelten Tagesablauf, das wäre bei ihm auch wichtig. Und ja, auf jeden Fall ist ein Spaßhund, der mag gerne überall dabei sein. Das habe ich schon gemerkt, ja. Also so Wanderungen auf jeden Fall wäre für ihn, ich könnte mir ihn auch super in einem Sport vorstellen. Mhm. Er arbeitet sehr, sehr gerne und er will einfach immer auch dem Menschen gefallen, also den er liebt. Da möchte er ganz viel auch zeigen, was er kann. Und wenn man ihm irgendwas beibringt, zeigt er es gerne immer wieder, weil das ja auch lustig ist. Er ist 2 Jahre alt. Ah, okay. Jetzt setze ich ihn mal wieder runter. So. Ein junger Quatschkopf. Genau, er ist genau ein junger Quatschkopf. Genau. Genau. Ja, was? Super, ich glaube, mit ihm hätten wir auf jeden Fall noch viel Spaß. Und wenn er auch noch so jung ist, ich glaube, man merkt auch, er ist richtig aufgeweckt. Ich glaube, er hat auch Lust zu lernen. Also hier bei uns ist er im Gruppentraining auch mit anderen Hunden. Auch da klappt es mittlerweile echt super. Er hat sich da auch, er hat einfach auch gelernt, sich zurückzunehmen. Man muss ihm einfach immer die Zeit geben, dass er Dinge kennenlernen darf. Och Gott, ja. Ich sag, das muss eh in die Wäsche, hast recht. Ne? Schmusezeit muss immer sein. Du bist ja ein Hübscher. Ach Gott. Schau mal, Kamera. Ach Gott. Ich glaube, man kann auch abends richtig schön mit ihm schmusen. Ja, okay? Auf jeden Fall. Also es ist ein absoluter Schmuser. Und der lässt sich auch richtig fallen. Ja, ich merk's grad. Also total, da hat er eine ganz liebe Seite. Und man darf halt einfach bei ihm, der Maulkorb, sag ich mal, wenn jetzt Besuch kommt oder so, sollte der schon drauf sein. Mhm. Oder der Rico muss halt mal für 2-3 Stunden woanders hin. Okay. Also das wird sicherlich noch ein Thema sein in der neuen Familie, ist aber auf jeden Fall alles erziehbar. Also das ist der Tor. Der Tor ist 6 Jahre alt. Er ist schon sehr, sehr lange bei uns im Tierheim. Bis jetzt hat sich noch nicht sein richtiger Deckel gefunden. Der Tor ist so ein bisschen ein besonderer Typ. Okay. Der auch eine ganz klare und eine ruhige Erziehung braucht. Und auch dementsprechend die Menschen sollten auf jeden Fall eine etwas ruhigere Version sein. Ohne Kinder und auch ohne andere Hunde. Das ist schon mal gut. Das hätte mich nämlich jetzt auch interessiert, was denn so die perfekte Familie für ihn wäre. Was ist denn der Grund? Wieso ist Thor hier gelandet? Der Thor ist eigentlich nur hier gelandet, weil er keinen Wesenstest hatte. Okay. Und den hat er hier im Tierheim absolviert. Genau. Und erfolgreich bestanden. Und erfolgreich bestanden, genau. Sehr schön. Okay, wie versteht er sich so mit anderen? Er kann mit anderen durchaus. Mit Hündinnen kann er besser, Rüden. Kann ich verstehen.
Obwohl wir ihn hier im Tierheim sehr gerne für Vergesellschaftungen benutzen. Okay. Er macht es echt souverän. Ansonsten ist das ein super Begleiter. Der geht total gerne wandern. Mhm. Der ist da echt ein ruhiger Zeitgenosse auch. Der läuft schön mit. Ja.